Seit Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen ist, hat sie einige Fehltritte hingelegt. Der erste war, Nebeneinkünfte, die sie vergessen hatte, der Bundestagsverwaltung zu melden. Der zweite war eine frisierte Biografie und zuletzt hatten wir Diskussionen um Plagiate in ihrem Buch. Das Ganze hat eine politische Debatte ausgelöst, hat insbesondere dazu geführt, dass die Umfragewerte der Grünen, die ja am Anfang fantastisch waren, in den Keller gerauscht sind. Aber auch darüber hinaus musste sich Annalena Baerbock Vorwürfe gefallen lassen, sie hätte das Recht gebrochen. Um diese rechtlichen Aspekte soll es jetzt hier gehen. Das heißt, wir bewerten diese Vorgänge einmal nicht politisch, sondern wir bewerten sie einmal rechtlich. Wir sehen uns also an, ob Annalena Baerbock das Recht gebrochen hat und ob sie sich vielleicht sogar strafbar gemacht hat. Hier befassen wir uns jetzt mit dem Lebenslauf von Annalena Baerbock und den kleinen Flunkereien, die sie da in dem Zusammenhang betrieben hat. Den Fall der Nebeneinkünfte und den Fall der Plagiate in ihrem Buch behandeln wir nicht mehr als eigenem Video. Den Link dazu findest du hier oben auf der Infokarte und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So, also zum Lebenslauf. Was wird Annalena Baerbock vorgeworfen? Ihr wird vorgeworfen, dass sie an einigen Stellen etwas übertrieben hat. Unter anderem hatte Annalena Baerbock unter dem Kapitel Mitgliedschaften Organisationen aufgeführt, in denen sie gar kein Mitglied war, und das flog auch auf, weil auch Organisationen dabei waren, in denen man überhaupt kein Mitglied werden konnte, jedenfalls nicht als einfacher Mensch. Dazu gehörte zum Beispiel das UNO-Flüchtlingshilfewerk UNHCR. Das Ganze hat sie danach aufgeräumt. Das Kapitel heißt jetzt Beiräte, Fördermitgliedschaften und regelmäßige Unterstützung. Der zweite missverständliche Punkt war die Angabe eines Studiums der politischen Wissenschaften an der Universität Hamburg. Das Studium hat sie zwar begonnen, sie hat es aber nicht wirklich abgeschlossen. Sie hat es nur bis zum Vordiplom gebracht. Auch das hat sie jetzt mittlerweile ergänzt. Das heißt, der fehlende Abschluss oder der Abschluss des Vordiploms ist in der Biografie vermerkt. Der dritte Punkt ist, dass sie hier und da als Juristin auftritt. Allerdings hat sie kein Jurastudium absolviert, sondern nur in ihrem Politikstudium das Nebenfach öffentliches Recht belegt. Für dieses Nebenfach gibt es allerdings überhaupt keinen eigenen Abschluss. Allerdings hat sie danach noch einen einjährigen Masterstudiengang absolviert, und zwar in London an der London School of Economics and Political Science. Und dort hat sie auch den Abschluss als Master of Laws, LLM, in Public International Law. Trotzdem ergab sich die Kontroverse, ob man ohne Jurastudium als Juristin und als Völkerrechtlerin auftreten kann. Ja, wie ist das bei dir? Hast du auf diesem Niveau vielleicht auch schon mal irgendwo in irgendeiner Bewerbung geflunkert? Schreib es uns hier in die Kommentare. Wir sehen uns derweil also an, was das für Annalena Baerbock rechtlich bedeutet. Ja, Annalena Baerbock hat keine Bewerbung, jedenfalls keine Bewerbung im arbeitsrechtlichen Sinne abgegeben. Sie bewirbt sich auf das Amt als Bundeskanzlerin. Und da reichst du keine Bewerbungsunterlagen ein. Du wirst auch nicht eingestellt, sondern du wirst gewählt. Und dabei wirst du auch gar nicht vom Wähler in der Wahl gewählt, sondern der Wähler wählt den Bundestag und der Bundestag wiederum wählt den Bundeskanzler. Das regelt das Grundgesetz in Artikel 63. Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt. Ja, ohne Aussprache heißt also auch, dass du dort nicht sagst, wer du bist und was du geworden bist und was du studiert oder nicht studiert hast, sondern es ist eben eine Personenwahl. Das Amt des Bundeskanzlers ist auch ein öffentliches Amt und das ist keine Anstellung. Wir haben also hier kein arbeitsrechtliches Verhältnis. Es gibt deshalb auch keine rechtlichen Regeln, wie man mit Flunkereien oder Ähnlichem in Bewerbungen umgeht. Es gibt ja eben keine Bewerbung und das Ganze ist eben eine Wahl. Wenn der Bundestag den Bundeskanzler wieder loswerden will, den er einmal gewählt hat, dann gibt es dafür die Möglichkeit des konstruktiven Misstrauensvotum. Das Ganze ist also ein politisches Problem und auch die Lösung findet auf politischer Ebene statt. Artikel 67 Grundgesetz. Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. Das heißt, der Bundestag kann einen einmal gewählten Bundeskanzler oder eine einmal gewählte Bundeskanzlerin auch nicht einfach abwählen, sondern er muss einen neuen Bundeskanzler liefern. Und nur wenn der neue Bundeskanzler gewählt wird, ist der alte abgewählt. Ja, wie wäre es denn aber im Fall einer Anstellung, wenn sich Annalena Baerbock also mit diesen kleinen Flunkereien auf einen echten Arbeitsplatz bewerben würde? Dann hätten wir Zivilrecht, genauer gesagt Arbeitsrecht. Und das Arbeitsrecht stellt dafür Regeln zur Verfügung und es gibt auch allerlei Rechtsprechung für die Frage, was mit Angestellten ist, die in ihrer Bewerbung geflunkert haben. Diese Regeln sind einschlägig. Da hätten wir einmal im BGB den Paragraphen 123, Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung. Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. Willenserklärung ist ein Teil des Arbeitsvertrages. Das heißt, durch die Anfechtung fällt der Arbeitsvertrag weg und zwar rückwirkend. Das heißt auch, jedenfalls grundsätzlich, dass der Lohn zurückzuzahlen wäre. Allerdings wenden die Arbeitsgerichte diese Norm in diesen Fällen in aller Regel nicht. Und das heißt, wenn eigentlich eine Anfechtung gegeben wäre, weil der Bewerber in seiner Bewerbung getäuscht hat
und der Arbeitgeber diesen Bewerber deshalb gar nicht eingestellt hätte, ist statt der Anfechtung bei den meisten Fällen eine fristlose Kündigung möglich. Und die hat keine Rückwirkung. Der Grund liegt darin, dass zwar auf der einen Seite der Lohn jedenfalls theoretisch zurückgezahlt werden könnte, auf der anderen Seite aber die Arbeitsleistung nicht zurückgewährt werden kann. Das heißt also, wenn der Arbeitgeber diese fristlose Kündigung ausspricht, statt anzufechten, oder wenn eine Anfechtungserklärung in eine fristlose Kündigung umgedeutet wird, dann kann in der Regel derjenige, der diesen Arbeitsvertrag sich erschlichen hat, trotzdem bis dahin den einmal verdienten Lohn behalten. Allerdings, möglicherweise ist er zum Schadensersatz verpflichtet. Und in krassen Fällen ist auch weiter eine Anfechtung denkbar, die dann entsprechende Rückwirkung hätte, wenn beispielsweise die Arbeitsleistung praktisch wertlos war. Das wird beispielsweise im Fall Gerd Postel der Fall sein. Das ist Deutschland bekanntester Hochstapler. Der hatte eine Ausbildung zum Postzusteller, fand sich aber zu höheren Berufen, hat sich einfach einen Doktortitel zugelegt und hat es damit tatsächlich zu verschiedenen Anstellungen als Arzt, unter anderem sogar als Amtsarzt gebracht. Und als Amtsarzt hat er unter anderem psychologische Gutachten abgeliefert, und zwar jede Menge. In solchen Fällen wird man sagen müssen, die Tätigkeit eines Postboten als Arzt oder als Amtsarzt, einschließlich dieser Gutachten, dürfte man als wertlos betrachten. Das heißt, da ist ohnehin nichts zurückzugeben und da wird wohl auch eine Anfechtung Platz greifen. Allerdings sind sich wohl auch die schärfsten Kritiker von Annalena Baerbock einig, dass deren kleinen Flunkereien in einer anderen Preisklasse liegen. Neben den zivilrechtlichen Folgen sind aber auch strafrechtliche Konsequenzen denkbar. Beispielsweise könnte ein Betrug erfüllt sein. § 263 StGB: Betrug wäre in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und der Versuch ist strafbar. Wenn man sich also durch solche Täuschung einen Vertrag erschleicht, und zwar selbst dann, wenn dann innerhalb des Vertrages Leistung und Gegenleistung gleichwertig sind, spricht man von Eingehungsbetrug. Allerdings muss in unseren Fällen der Irrtum, der durch die Täuschung erregt wurde, auch für die Einstellungsentscheidung maßgeblich sein. Das wird bei den Mitgliedschaften, die Annalena Baerbock da angegeben hat, wohl wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, denn das wird für die meisten Arbeitgeber uninteressant sein. Anders könnte es allerdings sein, wenn diese erfundenen Mitgliedschaften nicht fahrlässig da in die Bewerbung reingekommen sind, sondern wenn die für den Bewerber insgesamt ein ganz anderes Bild ergeben, wenn der Bewerber deshalb als unehrlich erscheint oder sonst irgendwie unbrauchbar, wenn er nicht in der Lage ist, eine ordentliche Bewerbung zu verfassen. Dann könnte auch das einen Irrtum begründen in der Qualifikation des Bewerbers und damit eine Kündigung. Wenn dagegen jemand ein Studium in seinen Lebenslauf aufnimmt, dann geht man in aller Regel wohl davon aus, dass dieses Studium auch abgeschlossen ist. Das heißt, hier könnte tatsächlich eine Falschangabe vorliegen, die zur Kündigung berechtigt und möglicherweise eben auch einen Betrug erfüllt. Wird man im Einzelfall zu bewerten haben. Das gleiche gilt auch für den Juristen, als den sich Annalena Baerbock hier unter ausgegeben hat. Das ist ein an sich nicht fest umrissener Begriff. Das heißt, auch hier hängt es wieder vom Einzelfall ab, ob das noch für ihre Qualifikation ausreichend beschrieben ist oder ob sie da übertrieben hat. Dann könnte auch wieder ein Irrtum gegeben sein. Das ganze Thema stellt sich allerdings bei schriftlichen Bewerbungen nicht, weil da ja in aller Regel auch Urkunden beigefügt werden. Das heißt, der Abschluss des Studiums ist dann aus den Anlagen erkennbar. Und auch das entschärft das Ganze nochmal erheblich, wenn vorne in der Bewerbung irgendwas Missverständliches steht. Außerdem brauchen wir für einen Betrug den Vorsatz und wir brauchen auch den Erfolg. Das heißt, der Irrtum, der durch die Täuschung erzeugt werden soll, muss auch tatsächlich erzeugt worden sein. Wenn das nicht klappt, dann haben wir nur einen Versuch. Aber auch der setzt zumindest den Vorsatz voraus. Wenn allerdings, und das passiert manchmal, war ja auch bei Gerd Postel der Fall, bei der Bewerbung falsche Zeugnisse abgeliefert werden, dann reden wir von einer Urkundenfälschung. § 267 Strafgesetzbuch: Urkundenfälschung. Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das bedeutet nicht nur das Einreichen, sondern schon die Herstellung eines falschen Zeugnisses ist strafbar. Und dann nennen wir zu guter Letzt noch den Missbrauch von Titeln und so weiter. § 132a StGB: Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen. Absatz 1: Wer unbefugt inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen, akademische Grade, Titel oder öffentliche Würden führt. Zweitens: Die Berufsbezeichnung als Arzt, Zahnarzt, psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, Psychotherapeut, Tierarzt, Apotheker, Rechtsanwalt, Patentanwalt, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter führt und so weiter, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Jurist reicht hier nicht. Das ist keine, jedenfalls keine nach 132 StGB geschützte Berufsbezeichnung. Man müsste sich schon als Rechtsanwalt ausgeben. Um also beispielsweise den Rechtsanwalt da unten in die Ecke zu schreiben, muss man ein Jurastudium absolviert und das erste Staatsexamen gemacht haben. Man muss ein Referendariat absolviert und das zweite Staatsexamen gemacht haben. Und man muss eine Zulassung als Rechtsanwalt haben.
Ja, was sagst du dazu, wenn sogar bei einem Arbeitsvertrag rechtliche und sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen? Ist das dann fair, wenn Annalena Baerbock, wenn sie sich für ein so wichtiges Amt wie Bundeskanzler bewirbt, straffrei ausgeht? Schreib uns deine Meinung hier in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns.